Der Vorsitzende des Hauptstadtflughafenuntersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus, Martin Delius, hat den Flughafenaufsichtsrat dazu gedrängt, die Personalie Hartmut Meedorn zu thematisieren. Er würde sich wünschen, dass sich das Gremium endlich mal offen und kritisch mit Hartmut Meedorn auseinandersetzt, sagte der Parlamentarier in einem Zeitungsinterview. In der BER-Führung gebe es keine vernünftige Kritik und Entscheidungskultur, bemängelte Delius, auch mit Blick auf die fristlose Kündigung eines führenden Mitarbeiters. Dieser hat in einem Brief an mehrere Aufsichtsräte eine fehlende klare Planung bemängelt.